So, hallo, hier ist der Hardy, heute unterwegs für das Tageslicht-Magazin von der menschlichen Welt. Und ich bin in Karlsruhe auf der Veranstaltung von Querdenken 721, das Fest für Freiheit, Frieden und Liebe. Und man sieht schon im Hintergrund, es sind sehr, sehr, sehr viele Menschen heute da. Es ist wunderschönes Wetter, die Sonne scheint. Michael Ballweg hat soeben bekannt gegeben, die nächste große Querdenken 711-Veranstaltung in Berlin wird stattfinden am 31.12.2020, also Silvester. Und da gab es natürlich hier einen riesen Beifallsturm. Die Leute freuen sich. Und ja, jetzt wollte ich euch noch ein bisschen Impressionen zeigen. Es waren vorhin schon da der Dr. Rainer Füllmich, der Rechtsanwalt, der die Class Action anstößt, die Sammelklage. Und es war schon da auf der Bühne Aliens Best Friend mit zwei wundervollen Liedern. Es war die Schwarze Meile da und es kommen gleich noch Killismore, es kommen noch Hermann Plopper, es kommen noch viele tolle Menschen, es kommt auch noch der Hardy von Mutigmacher. Und jetzt schwenke ich mal die Kamera ein bisschen rum und dann könnt ihr mal sehen, was hier so los ist. Die ausgewiesene Fläche bietet, also von 333.000 Quadratmetern, bietet Platz für 53.280 Teilnehmer. Deshalb bitte ich die Stadt Berlin, die Corona-Verordnung entsprechend anzupassen. Oder vielleicht ist es ja auch schon das Signal, dass man plant, die Corona-Verordnung. Wir können uns alle die Hände reichen, wir setzen ein Zeichen. Wir können so leicht die Welt ein bisschen besser machen, wir können uns alle die Hände reichen, wir setzen ein Zeichen. Dankeschön! Ihr seht, richtig gut was los hier. Wunderbar, die Leute, gute Stimmung, tolle Redner, tolle Musik. Und ja, das als kurzer Eindruck hier aus Karlsruhe von Querdenken 721. Liebe Grüße an euch alle, wir sind alle eine Menschheitsfamilie.